Jeder, der dich jetzt sieht, sieht, du hast da eine Narbe. Würdest du erzählen, woher die kommt oder was passiert ist? Ich kann da gar nicht mitspielen, selbst wenn ich wollte. Die würden sofort checken, wenn ich da über Sachen rappe, das passt einfach nicht, das geht nicht. Ich könnte das gar nicht rüberbringen. Ich würde mich vor der Kamera selbst schämen, wenn ich jetzt über Rolex und Frauen im Hintergrund, das geht nicht, ich kann das nicht. Dann wäre ich jetzt vielleicht der, von dem geredet wird, wo du sagst, ja, der ist jetzt gestorben. Wenn du da mal warst, wie lang so eine Gerichtsverhandlung dauern kann, bis die wieder geregelt ist, egal ob du gewinnst oder verlierst. Das zieht deine Energie. Und wenn du ein Ziel hast im Leben, dann brauchst du deinen Fokus, deine Energie für die Sache. Wie viele Gerichtsverhandlungen hattest du? Aber auch eine Sache dieser sowjetischen Erziehung ist, alles, was in der Familie passiert, bleibt in der Familie. Ich erzähle dir das unter vier Augen, kein Problem, aber ich weiß, wie viele Augen gerade wirklich zugucken. Deswegen, das ist so wie. Das habe ich alles erlebt. Das macht mich jetzt zu dem, was ich bin. Lass uns darüber reden, was ich daraus gemacht habe und nicht, was da alles passiert ist. Weil ich kann mir gut vorstellen, die, die jetzt zuhören, die erkennen seinesgleichen sofort. Wenn du in echt auf jemanden triffst und eine Konfliktsituation hast, dann wird sich schnell herausstellen, wie jemand drauf ist und wie jemand nicht drauf ist. In einem Video ist das leicht. Auch ich jetzt kann hier auch super toll reden. Und die Leute, die Erfahrung haben, die werden spüren, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Rede ich von Erfahrung oder will ich hier nur aufmucken und so tun, als ob ich der Geilste bin? Mir kann keiner sagen, egal wie viele Kämpfe er hat keine Angst. Guck mal, ich sag dir immer noch, ich habe immer noch Angst, wenn es darauf ankommt, Konfliktsituation, du siehst sie schon, die Angst kommt bei mir hoch. Die, die gerade zuhören. Die werden dann erst erfahren, wie ich wirklich drauf bin und ob das stimmt, was ich damals im Interview gesagt habe und wie ich jetzt in dieser Konfliktsituation, speziell auf Gewaltkonfliktsituationen reagiere. Dann gibt das diesen ganzen tausend Worten jetzt eine Tat. Und dann gibt es aber auch den Moment, wo du im Gefängnis sitzt und du bist frei, obwohl du eingesperrt bist, weil du in deinem Geist und in deiner Seele, in deinem Herzen frei bist. Aber es gibt so viele Leute, die sind nicht frei, die sind draußen auf der Straße. Und der gibt mir eine rein. Ich merke richtig, mein Kiefer, das hat sich so angefühlt, als ob mein Kiefer da zur nächsten Bar fliegt. Und ich stehe da wirklich nur und ich lache aus tiefstem Herzen, weil dein Ego beißt an dir die ganze Zeit danach. Du guckst in den Spiegel, ne? Und du weißt, was passiert ist. Du guckst in den Spiegel und denkst dir, oh mein Gott, das war nicht normal, so wie du reagiert hast. Aber kein Boxkampf oder Kickboxkampf oder Freundeskampf ersetzt einen Kampf auf der Straße. Niemals, weil auf der Straße keine Regeln sind. Da hast du nicht diese Sicherheit, dass er nur mit den Fäusten kämpft, wie im Boxring. Da wird alles benutzt, was da ist. Mann, du wirst gebissen, was machst du dann? Und nicht mein Ego rauslasse, um den Leuten zu beweisen, wie stark, sondern, hey Mann, der weiß nicht, auf wen er sich einlässt, deswegen, ey, sei freundlich. Nur wie willst du das bei einem Besoffenen machen, der komplett außer Kontrolle ist? Matthias, Mann, musste mir auch eingestehen, öfters eingestehen, dass ich schwächer war. Wirklich, wenn es jetzt 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 geht, ich war schwächer, ich lag auf dem Boden, dann akzeptier das doch wie ein Mann oder wie ein ehrlicher Mensch. Dann hast du jetzt auch verloren. Hol doch keinen Aschenbecher, Alter, hol doch kein Glas oder ein Messer raus. Deine Fäuste kannst du nicht weglegen, die sind immer da, egal wo du hingehst. Dann benutzt doch auch nur die, wenn es wirklich soweit ist. Aber auch da, deinen Mund hast du auch immer dabei. Du kannst reden. Einfach mit Leidenschaft, weißt du, ich habe auch immer, weißt du, ich habe geliebt mit Leidenschaft, ich habe Essen gegessen mit Leidenschaft und ich habe mich geschlagen mit Leidenschaft. Da ist immer Liebe, bei jedem Schlag ist auch Liebe dabei, weißt du? Hör auf dich selbst. Nicht mir zu hören und jetzt den Leitfaden, Kortex, oh ja, der hat doch so und so. Nein, Mann, findet euch mal selbst so. Das ist euer Job, damit habe ich nichts zu tun. Hör mal hin, was du selber zu sagen hast dazu, zu dem Thema, weil das ist genau dein Level.